Das Bier mit dem vermutlich längsten Namen in der Geschichte von ProbierTV jetzt bei ProbierTV. Hallo, servus und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von ProbierTV. Es ist Polish Beer Friday quasi und ich habe ein Bier, das habe ich mir aus Breslau mitgebracht und ich bin mal wieder shoppen gegangen und habe mir gedacht, ich kaufe einfach mal Biere, wenn ich den Namen halbwegs verstehe und er mir Lust macht. Und ich war bei Brovas do Mosto, eine Brauerei, die übrigens nach Bad Radkersburg auf das Who Cares for Beer Festival von Bevok kommt. Also wenn ihr in der Nähe seid, ja, das wäre ein Zeitpunkt, diese Biere mal kennenzulernen. Warum habe ich mich dafür interessiert? Und jetzt kommt der längste Name, glaube ich, in der Geschichte von ProbierTV. Chocolate Mint Foreign Extra Stout Nitro. Ich muss mal die Buchstaben durchzählen. Es gab da das Bier des Jahres 2018, auch von Brovas do Mosto. Ich glaube, da gehen aber im Augenblick die Punkte anders. Chocolate Mint Foreign Extra Stout Nitro. Ja, damit ist aber eigentlich alles gesagt. Chocolate Mint, das hat mir ein bisschen an After Eight erinnert und in Wahrheit ist auch meine Erwartung jetzt ein bisschen, weil Minze verwendet worden ist und Kakao in diesem Bier und das Ganze dann bei 6 Volumenprozent Alkohol bei 16 Grad Plato geendet ist, also gerade an die Doppelbockgrenze, an die Bockgrenze, so Doppelbock nicht. Ja, ansonsten viele Informationen hinten drauf, leider für mich relativ wertlos da auf Polnisch. Aber wie gesagt, Kakao habe ich noch entziffern können, der mit eingebaut worden ist. Und eben die Minze, wo soll sie auch sonst herkommen? Und der Rest, wie gesagt, 6 Volumenprozent Alkohol und 16 Grad Plato. Dann würde ich sagen, schauen wir uns mal an, was da die Herrschaften von Brovas do Mosto gemacht haben. In jedem Fall haben sie eine schöne Kappe oben drauf gemacht. Und die werde ich jetzt von diesem Bier befreien. Nitro heißt ja auch immer, gib Gas beim Einschenken. Und das werde ich jetzt auch tun. Weil, und dann kommt ihr nämlich ein bisschen in diese Genuss dieses Kaskadierungseffektes. Und der ist auch wieder bei diesem Bier sehr, sehr schön zu sehen, bis sich dann obendrauf dieser schöne, leicht bräunlich-beige Schaum oben bildet. Super cremig, so erwarten wir das auch von Nitro-Bieren. Deswegen wird es ja damit auch gemacht, dass dieser Schaum so cremig entsteht. Viel Platz habe ich da oben nicht mehr drin gelassen, aber auch das ist jetzt keine ganz große Überraschung, dass der wie gemalt da oben am Glas hängen bleibt. Oh, das ist jetzt überraschend. In der Nase tatsächlich schon die Minze, das wirkt irrsinnig frisch. Natürlich Röstenaromatik, Kaffee mit dabei. Aber es ist eine sehr, sehr frische, minzige Nase, die dieses Bier hat. Ja, dann würde ich sagen, oh, eine tolle Schokolade auch mit dabei. Cheers! Wo fange ich denn da jetzt an? Es ist erstmal überraschend, dieses Bier hat eine gewisse Leichtigkeit. Und das hätte ich jetzt so ob der Beschreibung und auch der technischen Daten gar nicht so erwartet. Es ist tatsächlich eher kakaoig als kaffeeig. Da hinten raus kommt ein bisschen Kaffee, das stimmt schon. Aber die Minze macht sich sehr vordergründig bemerkbar. Es ist jetzt vielleicht nicht so ganz dieser After-Eight-Touch, weil die Schokolade tatsächlich eher so ein bisschen in eine Kakao-Richtung geht und After-Eight ist ja eher diese Bitterschokolade. Und die Bittere ist hier bei diesem Bier tatsächlich eher so auf der ganz sanft hopfigen Seite und eben nicht von dem Schokoladigen. Hat aber ist sehr weich. Das Nitro macht sich halt wirklich, wirklich positiv bei diesen Bieren bemerkbar. Die Minze gibt dem Ganzen so einen etwas unerwarteten, erfrischenden Eindruck. Und
Ihr seht mich jetzt so ein bisschen hin und her gerissen, weil ich bin am Überlegen, ob ein Stout, ob das wirklich so, so frisch sein muss. Man erwartet ja eher diese Röstmalz-Aromatik. Ich persönlich sogar fast eine gewisse Schwere bei dem Bier, also, wobei das alles natürlich in Relation zu sehen ist. Aber es werden einige Erwartungen werden befriedigt. Auf der anderen Seite über das Thema Stout. Es ist unzweifelsfrei, es ist ein Stout. Aber ich hätte mir jetzt einfach, ob dieser technischen Werte auch einfach ein bisschen mehr Volumen und Körper erwartet. Auf der anderen Seite bin ich jetzt nicht negativ überrascht, sondern ganz im Gegenteil. Ich finde es eigentlich sehr angenehm. Muss dann allerdings sagen, dann muss man auch schon fast wieder ein bisschen aufpassen, dass es einem da, na gut, 6 Volumenprozent ist jetzt auch nicht so das Drama, ehrlich gesagt. Hat auch eine ganz leichte Süße mit da drin. Also es ist natürlich alles im großen Kontext röstmalzig zu sehen. Sehr feine Kohlensäure, sehr cremig, samtig auf der Zunge. Schlanker Körper, muss ich fast sagen. Es hat wirklich einen schlanken, vielleicht am oberen Ende von schlank, aber ich würde das jetzt noch als sehr schlanken Körper bezeichnen. Und hinten raus dann tatsächlich wird es ein bisschen kaffeeiger, ein bisschen bittererer, kommen ein bisschen mehr so diese klassischen Stout-Noten mit rein. Aber die Minze begleitet das Bier durch den ganzen Verlauf. Ich muss sagen, finde ich eine tolle Idee, kann man machen. Und jetzt bin ich also über diesen Punkt hinweg, wo ich sage, ich hätte dieses Bier einfach ein bisschen komplexer und ein bisschen wuchtiger erwartet. Ich finde, es ist dann auch wieder mal so ein Stout, was man einfach auch wieder richtig gut trinken kann, was dann eben nicht so Baltic, Imperial, bla ist, sondern das einfach dann ein Stout ist, wie es dann eben auch sein soll und man es dann richtig gut auch am Abend einfach mal zu einem Abendessen trinken kann, ohne dass man da gleich den ganzen Bauch voll hat. Deshalb von ProbierTV für das Chocolate Mint Foreign Extra Stout Nitro aus der Salamander-Serie von Brewer Stu Mosto gibt es von ProbierTV 4,5 Punkte für das Chocolate Mint Foreign Extra Stout Nitro von Brewer Stu Mosto aus der Salamander-Serie, wo die ganzen freakigen Sachen gemacht werden. Und wie gesagt, ich würde mich freuen, euch in Bad Radkersburg zu sehen und die Herrschaften von Brewer Stu Mosto sicher auch. Und dann haben wir zusammen eine richtig schöne Party Ende August, wenn mich nicht alles täuscht. Ich habe das genaue Datum nicht im Kopf, aber ich glaube, es ist Ende August. Dann bleibt mir noch zu sagen, danke fürs Zuschauen. Bitte nicht vergessen, Kanal abonnieren. Dann sehen wir uns morgen wieder beim nächsten Bild hier bei ProbierTV. Bis dann, tschüss, Baba, Servus, Prost und Ahoi. Cheers.